Speichern ist großartig. Ich finde es übrigens toll, ja, ihr müsst euch den Kampf jetzt ansehen. Ich finde es übrigens toll, dass wenn man sich die Kampfanimation ansieht, es eindeutig so aussieht, als ob er nach hinten ausschlägt, nicht nach vorne. Nur mal so nebenbei angemerkt. Finde ich super. Kleine Frage, bleiben die tot? Ja, die bleiben tot. Ich habe schon wieder komplett vergessen, worum es eigentlich in dem Spiel geht, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist schon ein bisschen lange her, dass ich es gespielt habe. Und wir sehen uns wieder. Heilige Scheiße! Ein kleiner Vogel vorbeigezogen. Gott, hat er mich erschreckt. Also im realen Leben. Schaden verloren. Ich krieg mich nicht ein. Was ist das? Dafür, dass das Spiel so verdammt beliebt ist, hat es so viel zu viele Fehler. Ernsthaft. Wie gesagt, ich muss ja nicht zimperlich damit sein. Libelle. Werden Libellen nicht mit B geschrieben? Stachellibelle. Die pellen mir immer meine Kartoffeln. Yummy, yummy, yummy. Mit den ihren schönen Stacheln, die übrigens aussehen wie Sensen, können die das bestimmt toll. Yummy. Ah, du da auch. Gott. Dass die Tiere aber auch einfach nicht verstehen, dass sie sowieso alle aussterben werden. Okay, und noch eine grüne Annika. Mann, die Dinger krieg ich echt immer... Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Hier kommt man nach Niebel. Zum Glück war ich da noch nie. Okay. Ja. Super. Nicht nur die Übergänge sind toll von der Animation. Obendrein auch noch diese unglaublich tolle Musik, die macht mir richtig Angst. Oh mein Gott, ich bin mir sicher, hier werden ich sterben. Oh mein Gott, es ist ja so gefährlich. Oh mein Gott, was soll ich hier bloß machen? Verdammt, oh Mann, ich werde sterben. Bestimmt. Ach, das ist gar nicht gefährlich, darum. Hier komme ich nach Niebel. Ja, welche Richtung? Schwachkopf. Steht an so einer Kreuzung. Ja, hier komme ich nach Niebel. Ja, welche Seite? Hier komme ich nach Niebel. Ist das hier Niebel? Nee, das ist ein einzelnes Haus. Moment mal. Ist das nicht das Haus, wo damals die Magierin vorbeigelaufen ist? Nee, kann nicht sein. Im vierten Weg. Oh, da unten ist wieder ein Zeug. Die sind übrigens super animiert, wenn ich das mal eben gepixelt, wenn ich das mal eben anmerken darf. Passen super in die Atmosphäre. Stehen auch überhaupt nicht hervor oder so. Naja, egal. Sollen sie wahrscheinlich auch. Und ja, von mir aus. Darf da nicht rein? Ah, okay, von mir aus, dann eben nicht. Oh, da ist noch einer. Und noch ein kleiner Tipp, was Teleporter angeht. Setz sie doch bitte hinter den nächsten Teleporter. Also guck mal, also auf dieses Feld hier. Dass sie hierher kommt. Wenn es geht. Falls ihr auch ein RPG Maker Spiel macht, macht das bitte. Es ist viel besser, wenn man das so macht. Oh, da ist ein Wolf. Was soll ich mit diesem Wolf? Ich speichere mal eben und... Warum habe ich die Funktion sichern drin, wenn ich sie nicht verwenden darf? Nee, finde ich nicht witzig. Im Notfall für die... Oh, guck mal, da sind diese Kastanien-Dinger. Die möchte ich jetzt haben. Gib mir die, gib mir die. Ja, ich hätte die gerne. Na, komme ich nicht ran. Super. Ich probiere es mal eben. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir sterben. Übrigens, wir haben keine Fähigkeiten mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, keine Fähigkeiten. Nein, keine Fähigkeiten mehr. Okay, 10 Schaden. 10 Schaden. Warte mal kurz, stand da gerade eben, hat den 10 Schaden erlitten, der Wolf? Nein, 10 Schaden verloren. Ich habe das Spiel zu gut eingeschätzt. Ich habe gedacht, es wäre nützlich. Sinnvoll. Aber das war es nicht.
Okay, dann greifen wir mal weiter an. Mal gucken, ob wir ihn nochmal down kriegen. Schwer zu toastern. Ich möchte jetzt einfach nur wissen, wie stark die sind. Ja, sind für uns gedacht, okay. Ich finde es übrigens doof, dass wir nur limitierte Monster haben. Zugeben, Zufallskämpfe sind erst recht scheiße, aber limitierte Monster können richtig bescheiden werden, wenn sie nicht richtig ausbalanciert sind. Da kann man teilweise echt unangenehme Begegnungen haben. Vor allem dann, wenn man nicht alle mitnimmt. Ich probiere es einfach. Yay! Ich hab Schwein wie sonst was. Weil der nächste Angriff hätte mich eigentlich getötet, wenn ich es gerade nicht überlege, weil der hat ja höhere Initiative als ich. Oh, das sieht süß aus, wie er da ist. Süß. Was war das? Ein blauer Annika? Ich hoffe es mal, weil sonst habe ich keine Ahnung, was es war. Das wollte ich machen. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Ein bisschen. Ja, Hammer fast. Okay. Hammer ist fast. Muss ich jetzt... In welche Richtung muss ich? Das hätte man mir ruhig sagen können. Mann, oh. Ich weiß doch gar nicht, wo lang. Okay. Okay, was war das nochmal? Kastanienmanns, glaube ich. Das da ist, ich glaube, das war Lavendel. Nein, es war nicht Lavendel. Was, Mistel? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Seht ihr da rum? Das passt sich übrigens toll aus. Ganz hervorragend gemappt. Ich bin mir sicher, darin kann man gut was aufbewahren. Ich sollte es mitnehmen. Haben wir übrigens Secrets? Kann ich irgendwo was stehlen? Komm, 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 komm. Nein, kann ich anscheinend nicht. Schade. Also, hier entlang sollen wir also auch nicht. Grüne Annika. Das ist das Erste, was ich wirklich weiß, wie es aussieht. Praktisch. Ernsthaft, so etwas wie eine Nachricht wie: Ihr habt eine grüne Annika erhalten. Wäre echt super. Der Wolf hat sich bewegt. Er lebt noch. Töten wir ihn nochmal. Ah! Nee, er ist einfach nur... Naja, er hat sich halt zurückgesetzt. Passiert. Kann man nichts ändern. Oder ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, wie man es regeln kann. Ja, wobei, vielleicht könnte man es eine Variable verwenden. Ich halte mal die Klappe, weil die meisten von euch werden es eh nicht verstehen. Aber hey, vielleicht könnte man eine Variable verwenden. Die, die es verstehen, die können jetzt ruhig mal ein bisschen drüber nachdenken. Ah, ich habe es endlich geschafft. Niebel. Ein seltsamer Name für ein Walddorf. Wieso? Niebel? Ist doch okay. Das ist daran so schlimm. Zumindest heißt es nicht Nippel. Ja, war nicht witzig, gebe ich zu. Okay, eine grüne Annika. Ein Haus, das man anscheinend nicht betreten kann. Hier ist zu. Okay. Die Türen sind verschlossen, aber es scheint niemand drin zu sein. Ja, aber es scheint niemand drin zu sein. Ich weiß nicht, ich mein Haus verlasse ich schließlich grundsätzlich ab. Also ich finde das jetzt eigentlich logisch. Die Türen sind wahrscheinlich niemand drin zu sein. Die Türen sind wahrscheinlich niemand drin zu sein. Hallo! Bleib bloß weg von meinem Jungen! Mit so Fremden wie dich wollen wir nichts zu tun haben! Wir wollen nur unsere Ruhe und in die Schule wollen wir auch nicht! Aha, okay. Ja, eigentlich wollte ich mit denen da draußen reden, ups. Ach, das ist er, okay. Wer bist du denn? Ich hab dich hier noch nie gesehen! Sei froh. Ja, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Klar. Genie. Können wir sonst wohl was klauen oder so im Final Fantasy Style? Irgendwie steht das Ding hier total hervor, weil es viel zu viel Kontrast im Vergleich zu den anderen Sachen hat. Wir haben gewöhnlich eigentlich keine Fremden hier. Ja, wie machst du deinen Gewinn? Nur so als Frage. Grüne Annika, 25, Kastanie, Lavendel. Mal gucken, was was macht. 100 HP, 100 HP. Hilft gegen Ohnmacht. Ja, das hilft mir ganz viel, weil ich bin ja alleine. Hilft gegen Ohnmacht. Okay, das ist eine bessere. Also Phönixfeder und High-End Phönixfeder oder so. Nützlich gegen Gift. Okay, das kann ziemlich praktisch sein. Habe ich davon welche? Zwei. Ich hätte davon gerne nochmal drei Stück. Danke. Hilft gegen Fieber. Ja, was ist Fieber? Ist das ein Status? Husten? Tollwut? Pfefferminz hilft gegen Tollwut. Ja. Klar.
Wasserminze. Nützlich gegen Erstarrung. Hilft gegen Migräne. Wacholder, Migräne, okay. Hilft gegen Traubheitsgefühl. Taubheitsgefühl, nicht Traub. Ups, sorry. Tropfen, Balderian, hysterische Anfälle, Infektion aller Art. Aha. Infektion aller Art umschreibt aber alles hier oben, oder? Kostet aber genauso viel. Wie praktisch. Gut zu wissen. Kräutertee hilft gegen alle möglichen Erkrankungen. Infektion aller Art? Erkrankungen? Jetzt bin ich verwirrt. Hilft gegen Fieber, Migräne und Husten. Okay. Schützt vor Gift, Fieber und Allergien. Oh, das ist ganz praktisch, aber das können wir uns nicht leisten. Blaue Kristallsteine erhöht magische Werte. Okay. Interessant. Das sind das extra. Grüne Annika haben wir mehr jetzt genug. Kastanie halt 100 MP. Ja, ich habe gerade keine Skills, also hilft es mir nicht. Hilft mir auch nicht viel. Ich hätte aber gerne mal noch 3 Stück, damit ich es auf eine runde Zahl kriege und dann schon mal was dabei habe. Kaufen wir mal noch eine, falls wir welche kriegen. Kaufen wir einfach mal 2 Stück, was soll's. Ansonsten. Ja, Gift. Ich verstehe jetzt nicht, was die hier unten bei die machen. Alle möglichen Erkrankungen, Infektionen aller Art. Infektionen aller Art klingt nach dem meisten hier. Sehr viele jedenfalls. Oder es ist einfach nur Infektionen. Vielleicht ist Infektion nochmal ein eigener Status. Und das hilft gegen alle Erkrankungen. Also wahrscheinlich gegen wirklich alles, was hier oben ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt kaufen soll. Ich möchte jetzt aber auch hier an irgendwas ausprobieren als extra. Ich spare es mir erstmal. Ich spare mir das Geld erstmal. Apropos, habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Geldbeutel. Den kann ich verkaufen. Doch nicht. Tempelmünze. Alte Münze mit einem Greifer als Abbild. Behalte ich lieber mal. Fell einer Bisam. Ah, das ist eindeutig zum Verkaufen. Serum. Ja, Kräuter. Okay. Ich bin mir sicher, dass das Dings dazu... Dann kaufe ich jetzt doch mal eins. Nur um zu sehen, wie es funktioniert. Kaufe ich mir mal eins und gucke dann, wie es klappt. Und das war's dann auch schon erstmal. Okay. Falls jetzt übrigens jemand denkt, was bist du denn für ein Kackbun? Ja, ich bin nicht der GG-Experte. Aber hey, ich versuche mein Bestes. Oh, scheiße, ich hätte mir natürlich Geld für die Ausrüstung sparen sollen. Bin ich ein Genie? Da, 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 ich wurde geköpft. Ich bin der Geist dieser Stadt. Oh Gott, ist das ein schlechtes Mapping. Das sieht auch super aus. Ja, ganz toll. Au. Also die haben jedenfalls eindeutig was gegen Fremde, das merke ich schon. Aber das ist mir vollkommen egal. So, mal sehen, kann ich irgendwo was stehlen? Bitte. Ich mag stehlen in Videospielen. Wie schon erwähnt, was mich mal richtig, was ich persönlich mal interessant fände, wäre ein Videospiel, wo man einen Dieb selbst spielt. Also nicht so, wir laufen herum und klauen alles, sondern so wirklich ein Dieb. Zurzeit haben wir leider nicht viel, nicht so viel Angebot. Mach mal kurz was. Haben wir nicht so viele Angebote. Okay, hat gepasst. Eisenschwert kann ich nicht verwenden. Also ich kriege noch jemanden, der Schwerter benutzt. Lederhelm. Filzhut, Schnabelschuhe, Mondstein, Eisenbogen. Also ich kriege noch jemanden, der Bogen benutzt. Lederschuhe. Filzhut, großer Hut aus Filz. Haube. Ja, jetzt hätte ich gerne gewusst, wie viel was macht. Lederjäckchen. Jäckchen? Okay. Lederjacke, Lederjäckchen. Lederhemd, Lederjacke. Haube. Jetzt würde ich gerne wissen, was was macht. Also ich schätze jetzt doch mal, dass das Lederhemd sinnvoller wäre, oder? Ich habe keine neuen Waffen. Ich hoffe mal, die Lederjacke macht mehr als die anderen beiden. Also gut, dann nehmen wir das mal. Ich kann es ja danach nochmal... Ach, hier kann ich sichern. Darum habe ich es hier. Okay. Dann hätte ich vorher speichern sollen. Verdammt. Egal. Ausrüstung. Lederjacke. Warum macht eine Lederjacke mehr Schutz als ein Ledermantel?
Ah ja, okay, 41. Das heißt, es sind 7, 8. 8, okay. Egal, dann verkaufen wir jedenfalls schon mal das andere. Ledermantel, da. Einmal verkaufen. Und dann vielleicht mal den das Hören anschalten. Oh, ich habe eh genug für beides. Okay. Was sind eigentlich diese Schnabelschuhe, die ich vorhin gesehen hatte? Wo sind die? Sandalen, Lederschuhe, Schnabelschuhe. Hm, Schnabelschuhe kann ich wieder nicht anlegen. Oh, okay. Aber was sind Schnabelschuhe? Klingt interessant. Würde mich jetzt mal interessieren. Na gut, dann kaufen wir noch den Filzhut, weil ich es kann. Hab eh genug. Aber ich glaube, für Filzhut habe ich... Ja, okay. Fähigkeit. Was ist Fähigkeit? Normalerweise gehört da die Agilität hin. Okay, erhöht also die Agilität um 6. Und um 10 den Schuss. Ja, finde ich gut. Ist gekauft. Wir sind Level 6. Okay. 1100. Ja, bald sind wir jetzt Stufe 7. Finde ich gut. Finde ich gut. Okay, und weiter geht's. Ja, ich speichere jetzt erst noch. Okay, gespeichert. Los geht's. Wow, ziemlich fetzige Musik für den Friedhof. Oh, komm schon. Leute, Friedhofssprüche. Wir müssen in jedem guten RPG drinne sein. Jedes gute RPG braucht Friedhofssprüche. Und mehr Stotterer. Blablabla. Okay. Die Musik ist echt cool. Das ist echt cool. Kann ich irgendwo was mitnehmen? Der Stein sieht komisch. Oh, da ist ein Geldbeutel. Was haben wir denn da? Schön. Hier hat jemand etwas für mich aufgehoben.